5,40 Meter und ein echtes Fahrzeug für 4 Personen. Das war vorher ein reines 2-Personen-Fahrzeug und ihr habt es geschafft, es größer zu machen. Und 5,40 Meter, es zählt jeder Zentimeter. Das ist das perfekte Fahrzeug für 365 Tage im Jahr. Das könnte Simone kaufen. Nach circa 2 Jahren könntest du es auch sicher navigieren, nehme ich an. Es geht schneller, als man denkt. Ja. Also es dauert meist, ich sag mal, 2-3 Stunden, dann kennst du die Abmaße, oder? Ja, das ist jetzt wirklich Pkw-Maß. Ja. Der ist, wie gesagt, 5,40 Meter lang. Und der 5,40er ist der einzige, der dann auch einen kürzeren Radstand hat. Der ist also wirklich agiler, wendiger, auch in der Stadt, wenn man in eine Parklücke mal rein möchte oder so. Das ist ein richtiges Auto so für City-Hopping. Und man kann da tatsächlich mit 4 Personen drin übernachten. So. Und? Und? Keine Ahnung. Komm, wir schauen uns den mal an. Ganz wichtig, bleib mal kurz davor. Ja? Du musst ihn bewachen, denn das ist eines der Fahrzeuge, die am meisten wirklich besucht sind hier. Mach mal gerade links. Es ist ein eigenes Konzept. Das muss man verstehen, dass man so viel Geld für einen Kastenwagen ausgibt, der auch noch kürzer ist. Denn es ist nicht immer länger besser. Das kennst du, oder? Nee, das ist tatsächlich so. Da kenne ich mich aus mit. Der polarisiert halt eben, der Wagen. Eben weil er so kurz und kompakt halt ist, gibt es halt Leute, die dann sagen, Menschenskinder, ich mag halt jetzt mit 3-4 Personen fahren und möchte aber nicht ein riesen Fahrzeug haben, habe nicht die Stellfläche vorm Haus etc. Und da ist er mit 5,40 Meter ideal unterwegs. Das ist wirklich so. Also 5,40 Meter heißt, ich kann ihn wirklich benutzen. 365 Tage im Jahr. Oben das Aufstelldach, das kann ich rausnehmen. Da gibt es ein Winterkit für, hast du mir erzählt. Da gibt es ein Winterkit für, ganz genau. Die Liege da oben ist 2 Meter mal 1,35 Meter. Da gibt es Licht drin, da siehst du oben den Lichtschalter, 2 LED-Leuchten drin und eine USB-Steckdose ist da drin, sodass man auch ein Handy da oben laden kann, was ja für viele ganz wichtig ist. So, wenn du mal bitte dort öffnest, dich als Handballerin, da ist ja immer angesagt, irgendwelche Treppen zu klettern, oder? Ist doch so, oder? Aber du bist ja auch agil, ja. 1,66 Meter groß, wenn du mal da hochkletterst, bitte. Der Andreas schafft das nämlich nicht mehr so sehr, muss man sagen. Was? In der Bettchen da oben? Oder schaffst du doch, oder? Ich flieg da rein. Okay, dann geh mal hoch. Ja, auch ins Bett. Ja, auch ins Bett. Ach, du dickes Leid. Ja. Simone, du. Jetzt ist es soweit. So schnell, wir können das mal so. Er wollte es so haben. Es kann er kriegen. Wir sind auf 5,40 Meter Länge und wir haben deutsches Comedy-Fernsehen. Ich zeige es euch mal gerade. Nee, das ist wirklich irre groß, das Bett. Wenn du überlegst, wir sind auf 5,40 Meter und jetzt kommt. Wir sind noch nicht auf Tuchenführung. Ich meine, ich muss sagen, sie hat sich echt am Rand gelegt. Ich habe noch ein bisschen Angst. Ja, hätte ich auch, wenn ich ganz ehrlich bin. So ein Mann mit roten Schuhen. Also hier sieht man wirklich, ihr habt an nichts gespart. Hier habt ihr oben USB-Steckdosen im Aufstelldach mit drin. Ihr habt Licht mit eingebaut. Wie liegt es sich denn? Würdest du noch einen Topper reinmachen oder geht's? Nö, geht. Ist so. Dann Rausfallschutz für Simone, falls du mal nachts irgendwie schlecht träumst. Wie kann man denn nicht schlafen? Wo ist denn der Kopf normalerweise? Also für gewöhnlich ist eigentlich der Kopf hier unten, damit das Kopfkissen und so nicht wegrutschen kann. Wobei die meisten Kunden erzählen mir, sie schlafen tatsächlich in die Richtung, weil halt hier die Belüftung halt dementsprechend besser. Da ist die Belüftung besser. Du kannst ja, zwei ich Fenster. Auch mit dem Kopf darunter schlafen. Zwei Fenster haben Fliegengitter. Nee, ja, doch, zwei haben Fliegengitter mit drin. Gitterverdunklung drin. Dann ganz wichtig, ein richtiger Tipp für Leute, die das haben. Ja, du weißt, wo der Belüftungsschlitz ist, wenn alle Fenster zu sind. Nee, ist gerade. Soll ich dir zeigen? Ja, mach mal bitte. Da oben. Da ist ein Klettverschluss, den kannst du öffnen am höchsten Punkt und da ist ein Belüftungsgitter mit drin. Das weiß kein Mensch. Wenn du es mal gerade machst, bitte, Andreas. Tatsächlich, ohne Witz, Sven. Ja, das ist so. Ich habe das nicht gewusst. Ja, das weiß niemand. Ja, man sieht's einfach jetzt ziehen. Ja, stimmt. So, und der ist auch noch regensicher. Das bedeutet, dass du also während dem Regen den offen lassen kannst und dann hast du die optimale Zirkulation. Ich sehe an deinem Gesicht, du hast es wirklich nicht gewusst. Nee, ich habe es wirklich nicht gewusst. Ohne Witz jetzt nicht. Ja. Nein. Also das ist eine Öffnung, die die meisten erst erfahren, wenn sie das Auto wieder verkaufen. Es ist wirklich so. Oder das Video jetzt sehen. Ja, das ist so. Ja. So, jetzt kommen wir mal runter. Ja. Wir werden gleich mal die Leiter abbauen und zeigen, wie viel Platz man hat in einem 5,40er. Und ihr habt jeden Quadratmillimeter hier ausgenutzt bei dem Fahrzeug. Das war gar nicht so easy. Hier sieht man, man kann ganz bequem rauf und runter. Üblicherweise schlafen da gerne Eltern oder Kinder. Kleine Kinder dann noch unten, weil die Eltern Angst haben. Aber ganz ehrlich, wenn du hier 3-4 Jahre alt bist, da willst du noch nach oben, oder? Ach ja, natürlich. Ich habe gestern hier mit einem Kunden drin gesessen. Da kam eine junge Frau, die hatte 2 kleine Kinder dabei. Zack, die waren direkt da oben, wie auf einem Spielplatz. Und klar, die auf dem Spielplatz klettern die ganz andere Sachen hoch. Ja. Da muss man sich keine Sorgen machen. Und das ist ja für die das Größte da oben überhaupt. Ne? So, ihr habt ein wirklich ganz tolles System entwickelt, wie man diese Leiter hier wie aus
Zauberhand halbieren kann. Ja, wenn du mir das mal kurz zeigst. Ja, also ich würde jetzt vielleicht erstmal aushängen gerade da oben. Ja, das macht Sinn. Dann funktioniert das nämlich etwas besser. Und für den Transport macht es ja Sinn. Das genau, die klappst du hier einfach auf, löst halt diesen Spanner hier. Ja. Und dann kannst du die Leiter einfach auseinanderziehen. Und dann kannst du den für den Transport dann oben... oben drauflegen. Genau, oben flach ins Bett legen, ja. Okay. Wichtig ist, kann man dünne Auflagen oben liegen lassen, also einen Schlafsack oder so? Geht ja, das? Also Schlafsack oder ich sag jetzt mal eine kleine Zudecke, also eine flache Zudecke, nicht so ein riesen Plümeau. Und Kopfkissen kannst du oben lassen, ja. So, dann lass die Leiter mal draußen, schiebst du mal in das Auto, dass es mal weg ist. Denn die werden wir gleich wieder aufbauen für den Messebetrieb. Normalerweise ist ja auch hier vorne dann die Treppe von der Messe drin. Die haben wir jetzt extra mal weggenommen für die Optik. Ja. Genau. Wenn du es siehst, es ist ein extrem kompaktes Fahrzeug. 5,40 Meter Fahrzeuge hast du viele, aber keine Malibus. Denn ihr habt alle Gene habt ihr drin, die den Malibu ausmachen. Zeig mal bitte. Du hast vorne das große Fach drin, genau, für Schuhe. Du hast hier vorne das große Fach drin für Schuhe. Ich möchte das mal gerade öffnen eben. Damit die Simone dann weiß, der Malibu, der ist es einfach. Da kann sie die ganzen High Heels mitnehmen, die man halt immer beim Urlaub so mitnimmt. Also hast du ein riesen Fach halt drin und vor allen Dingen vernünftig mit Scharnieren ausgearbeitet. Das klappert nicht, das ist auch hier absolut bündig. Du hast hier nochmal ein riesen Fach halt drin, wo du Kessel reinbringen kannst oder halt andere. Das ist aber schon ein Unterschied, das ist ein bisschen ja, kleiner ja, jetzt. Ja. Ist ich hier etwas eingefrägt, weil hier haben wir ein anderes Bad drin. Das sollten wir gleich mal zeigen, weil das Bad ist anders als wie die zwei, drei, die wir uns gerade mit der Kamera angeschaut haben. Und deswegen kannst du auch hier nicht mehr hochklappen und hast da hinten das Staufach. Weil die Toilette genau diesen Raum, den wir bei den anderen Modellen gesehen haben, genau ausnutzt, weil die schiebe ich hier rein und nicht auf die andere Seite. Beschreib doch mal, 5,40 Meter zu 6 Meter zu 6,40 Meter. Das ist ein Meter kürzer gegenüber dem längsten. Das klingt so wenig, aber in der Praxis ist das, du kannst ganz normal auf den Aldi-Parkplatz fahren, auf den normalen. In der Schweiz sind die Parkplätze 6 Meter lang. Ja. Das ist wirklich gut. Und 5,40, das ist ein Alltagsfahrzeug. Damit kannst du wie ein ganz normaler PKW fahren. Ich weiß zufälligerweise, dass ich sag mal, Limousinen mit langen Chassis, die sind ja locker 5,30 Meter, 5,35 Meter. Kennst du ja aus damit. Genau, und das auch, das ist ja exakt das gleiche Maß. Und hier kannst du drin schlafen, ja, und hast Toilette und Dusche und alles, was man so braucht. Ich setze mich mal gerade mal neben die Simone. Jetzt können wir hier zu dritt essen, das ist richtig cool. Setz dich mal rein. Du bist ein großer Mann, 1,85 glaube ich, oder 1,83. 1,82. Hier würde ich sagen, die Sitzbank ist für eine Person perfekt. Ja. Oft fahren ja Leute mit zwei hier spazieren. Das heißt, wir können uns jetzt face-to-face gegenüber Spaghetti Carbonara kochen. Ja, die Simone. Die Simone kann da schön sitzen und hier können auch zwei Personen sitzen. Ich glaube, da würde ich jetzt nicht gerade so Kaliber hinsetzen jetzt wie wir nicht. Zwei jetzt gerade, hier. Ja. Aber genau, ich sag mal, zwei Kinder würde ich jetzt hier hinsetzen und die Eltern da. Ja. Das geht schon. Ich sag mal, meistens spielt sich ja beim Camping und gerade kastenwagenmäßig alles draußen ab. Man nutzt sie ja im Regelfall jetzt nicht unbedingt im tiefsten Winter. Und von daher ist das jetzt hier immer mal eine gute Gelegenheit, mal wenn es schlechtes Wetter ist, das gibt es ja auch im Urlaub, dass man dann hier drin auch mal eine Ausweichmöglichkeit hat. Ist das ein echter Malibu? Das ist ein echter Malibu. Der wird auf dem gleichen Band gebaut wie alle anderen. Der wird auf dem gleichen Band gebaut wie alle anderen. Ja. So, der hat die gleiche Stereoanlage hier oben drin. Der hat das Doppelbodenkonzept, was ganz wichtig ist, an den wichtigsten Stellen. Das heißt, da ist hinterlüftet. Ja. Was hast du gerade gemacht? Ich wollte den Tisch wieder einklappen, damit du gleich da rauskommst. Klang so wie auf dem. Das Gesicht war so wie auf der Toilette, wenn du was suchst. Das war so. Aber ich zeig's mal gerade. Die Küche, eine ganz spezielle Konstruktion. Sie ganz ist genau. Angewinkelt. Ganz genau. Die ist ein bisschen angewinkelt, damit ich hier halt besser rumkomme. Ich habe hier den Kühlschrank wieder drin sitzen, den Kompressorkühlschrank. Und jetzt haben wir natürlich nicht mehr diese riesen Schubladen, wie wir das eben gesehen haben bei den Fahrzeugen. Aber nichtsdestotrotz, Schubladenkasten wieder komplett in Holz gearbeitet, kein Kunststoff drin, alles Softclose und auch hier die ganz tiefen Schubladen bis unten runter. Also da wie du eben gesagt hast, oder die Frage gestellt hast, ist es ein echter Malibu? Ja, auf jeden Fall. Ein Kompressorkühlschrank, aber es gibt dann noch, ich mache immer Folgendes beim Kompressorkühlschrank, ich mache ihn nachts aus, weil der ist so gut isoliert, das dass du morgens hast du dann halt, was weiß ich, 9 Grad dann drin, aber der hält die. Ohne Ende, das machen tatsächlich viele, mich würde der Kompressorkühlschrank in der Nacht, weil ich habe eben sehr unruhigen Schlaf und man liegt da fast mit dem Ohr dran, dann auch eher stören. Also 5,40 Meter. Simone, geh mal bitte aufs Bett hinten, dass wir mal sehen. Und dann vielleicht werden wir Folgendes machen. Deal, du kommst noch mal ganz kurz zu mir. Der Andreas geht zuerst rein, weil ihr habt die ja beide oben jetzt mal getestet. Jetzt sieht man unten mal, das ist ein Querbett. Ja. So, da haben wir schon drüber gesprochen. Du schläfst ja wie ein Stein. Du wachst nachts nicht auf, du lässt dich kaum irgendwie wecken. Aber es gibt ja Leute, die müssen nachts raus, wie der Andreas, sogar mehrfach. Und das ist aber so,
ist so, wenn du dich mal gerade daneben legst, ja, dass wir das mal sehen, also zwei Personen, die eine Person ist üblicherweise ein bisschen kleiner, ja, das wäre ganz sinnvoll hier, denn ich sag mal, Liegeplatz hat man genug. Leg dich mal so richtig hin, mal so auf den Rücken, dass wir es mal sehen. Du bist 1,83 Meter, hast die Schuhe mit an, das geht, also, oder? Das geht einwandfrei. Ich würde für gewöhnlich jetzt, weil ich ja nachts raus muss, ja, würde ich jetzt vorne schlafen und diese Moni hier hinten, dann muss ich da nicht nachts immer drüber klettern. Aber meistens ist es so, wenn man so mit den Kunden spricht, obwohl die das Problem kennen, liegt die Frau vorne. Ist das so? Echt? Ja, frag mal. Echt. Ach so, dann heißt denn Ewald, ich habe dir doch gesagt, ja, warum so, du mich immer wieder wächst, ja, ja, ist so, und dann ist meistens so. Also meine Frau sagt dann noch, nee, ich krieg da hinten keine Luft, das ist so ein Blödsinn. Die Luft ist hier die gleiche wie da, aber es ist so wirklich das Argument. Und wenn du mal mit Kunden sprichst, meistens schläft die Frau vorne. Echt? Ja, ja, ja. Ja. Der Kleiderschrank, 5,40 Meter, sensationell hier, ja, auf der Seite. Hier hast du Stauf. Ja, okay. Okay, jetzt waren wir zwei kommunikativ aneinander vorbei gerade. Passiert genau öfter. Hier hast du nochmal Kleiderschrank, wo du nochmal jede Menge Wäsche reinbringen kannst. Hier oben natürlich auch. Und der Clou ist, pass mal, ich mache das mal gerade zu, ja, und schau dir mal den Schrank an. Hier, der ist jetzt gedacht, um längere Sachen halt reinzubringen. Und der ist unten offen. Also die haben da nicht vergessen, den Boden, ach so, reinzumachen, sondern das haben die ganz extra so gemacht, damit halt, wenn du jetzt eine lange Jacke hast oder so, dass die nicht unten aufliegt und knautscht oder so. Die kann dann ruhig unten ein bisschen rausgucken. Mhm. So, die Ablagefächer hier, die kennen wir schon, da ist jeder Zentimeter genutzt. Und du hast unterm Bett hier einen riesen Kleiderschrank, muss man sagen, den du einfach asymmetrisch öffnen kannst. Nee, bei 45 nicht. So, nee, also da hört die Liebe auf. Also irgendwo sind 5,40 Meter dann doch begrenzt. Ja. So, doch hier drunter ist nochmal ein Kofferraum, den können wir uns gleich mal schnell von außen angucken. Ja, können wir gleich machen. Ich habe ihn extra übrigens zugemacht, ja, damit das Raumgefühl, weil ja, alle Kastenwagen sind hier geöffnet. Ja. Da kommt kein Flair auf. Das ist so, ja, ja. Pennen so, kannst du eh nicht hier auf der Messe, aber ja, einfach mal zeigen, du hast so eine kleine Wolfshöhle hier hinten, so kann man sagen, oder? Wolfshöhle ist gut, ja. Wolfshöhle ist gut. So, bitte einmal reintreten, Simone, ja, denn dieses Bad hier habe ich noch nie gesehen, muss ich sagen. Und da bin ich auch ganz froh drin, dass wir es noch nie gesehen haben, weil alle Bäder sind gleich bei Karthago Malibu und das ist anders. Genau, das ist anders. Du siehst, die Toilette ist jetzt hier auf der Seite, ja, verbaut. Und ganz genau, die kannst du jetzt quasi rausziehen, das machst du aber mit der Hand. Ach, die gleiche geile Toilette wie in allen. Hier? Ja, zieh mal dran. Nee. Was raus schon? Nö. Simonchen? Ja. Und dann muss ich das nach oben ziehen? Ah. Ja, ein bisschen runter. Sie hat nicht ganz so feste gedrückt. Liegt aber daran, dass ich Simone ja geimpft habe, wenn etwas nicht direkt gut geht, nicht reißen, sondern Erstmal fragen, weil sonst hat man es ja in der Hand. Ansonsten sind wir bei dem eben beschriebenen Phänomen, dass halt nicht die Menge der Nutzer hier entscheidend ist, sondern die Leute, die sich halt einfach nicht auskennen. Aber ich muss sagen, bei euch ist noch nichts kaputt gegangen. Und wir sind am 10. Tag der Messe, wo du merkst. Doch, wir haben eben gefilmt, einen Griff war abgerissen. Ja? Ja, der war so. Da kam ich aus der Toilette nicht mehr raus. Also, wenn du mal gerade mit dem Fuß drauf trittst, Simone, das ist jetzt die Entleerungsposition. So, und dann mit dem Fuß unten auf den schwarzen Griff da drauf trittst, so ganz leicht. Und jetzt mal bewegst die Toilette und dann mit der Hand zu dir ziehst. Geht das? Ja, ich glaube, das ist schon fast. Ich sehe jetzt gerade nicht, wo die Toilette ist. Mal gucken. Nee, das ist Andreas, das ist, machst du das mal? An Andreas, mach mal hin. Denn, pass auf, dann lass mich mal rüber. Nicht, dass sie doch gelitten hat hier auf der Messe. Nein, ich glaube nicht. Jawohl. Okay, also mit so, mehr du kannst eben oben auch, kannst du drehen dementsprechend. Also hier, der Toilettensitz ist drehen. Mikro. Ja. Und dann kannst du dich auch hier auf die Toilette draufsetzen. Das ist jetzt für mich natürlich schon mit meinen 108 Kilo schon ein bisschen beengt, muss man sagen. Aber es geht, ja. Ja, du bist ein ganz schönes Kaliber für die Toilette. Aber der Vorteil ist, nein, jetzt ohne Witze, wir sind auf 5,40 Meter. Ja. Wir haben eine richtige Dusche, wo du auch von oben etwas benetzt wirst. Ja. Viele sind ja auch noch klein, wenn du bitte mal aufstehst. So, und jetzt mal das Klo mal wegschwenkst, komplett, dass man sieht, wie leicht das geht. Funktioniert, da ist es drin. Du hast alles drin, was Malibu ausmacht. Unter anderem eine feste Duschtür. Das ist, du hast eine feste Duschtür drin. Ich muss jetzt nur dieses Brett hier mal gerade raus tun. Pass auf, so. Wo kommt das jetzt her? Ja, das ist, damit der Boden halt eigentlich nicht verkratzt. Ach so. Und jetzt kannst du die Türe hier ganz bequem schließen. Einmal hier in diese Richtung, zack. Und dann hier rüber. Und das war's. Da wird halt gar nichts nass, ne? Das ist super. Nee, da wird also wirklich nur der Boden halt unten nass. Cool. Das ist relativ praktisch gemacht halt. Und dann faltet man die Türe wieder so zusammen. Der Witz ist, der hat so ein richtig süßes kleines Waschbecken drin. Das ist hier in der Wand eingearbeitet.
Ja. Ach, wie im Flugzeug so ein bisschen. Ganz genau, das kannst du so ausklappen halt. Ach, so kleiner, ich sage jetzt mal Spucknapf, ne? Aber funktioniert. Ja, natürlich. Also ein Tod stirbst du immer, sagt der Rheinländer. Und wenn du mit 5,40 Meter unterwegs sein kannst. Aber ganz ehrlich, man könnte ja auch theoretisch auch das Waschbecken benutzen. Also das machen Leute ja auch, die ja. da irgendwie da sind. Aber viele wollen da eine Trennung. Hier sieht man auch ein schönes Detail. Kann man das hier auch einhängen, das Schneidebrettchen irgendwo? Oder nee, ist es hier nicht möglich? Nee, leider geht das bei dem Grundriss nicht. Wenn man, bei dem anderen haben wir hier schön die Wand nochmal, wo man es einhängen kann. Vielmehr hier ist die Wand, ja. wo man es einhängen kann. Das geht jetzt hierbei nicht. Ne? Komm nochmal raus, Andreas, da film ich mal gerade rein in die Toilette. Die ist wirklich eine Full-Size-Toilette, wo sogar ich mich duschen würde. Weil das ist ja oft ein Problem. Du hast dann Toiletten, die wirklich nicht funktionieren, weil einfach große Menschen da keinen Platz haben. Ihr habt Formteile entwickelt dafür. Du hast einen großen Spiegel mit drin. Und was ganz wichtig ist, kann man eigentlich einen Sog einbauen bei der Toilette? Ja, geht. Bei der auch? Ja, das ist kein Problem. Beschreib mal Sog, was das ist. Das ist eine Firma, die hat das erfunden. Genau, Sog ist eine Firma, die hat das erfunden. Ich glaube, die sitzt irgendwo an der Mosel unten drin. Und da wird in dem, oder für die Toilette, für den Toilettentank wird ein kleiner Ventilator eingebaut. Da kommt dann ein Lüftungsrohr dran und der zieht dann die Abgase nach draußen weg, sodass man im Grunde genommen keine Geruchsbelästigung. Also, sobald man den Schieber öffnet, geht dieses Motörchen halt an und zieht einen Unterdruck in dem Kassettentank. Ja. Man kann es sogar so schalten, dass er immer an ist. Und ja. dann braucht man sogar, soll es Leute geben, die keine Chemie verwenden. Aber das ist eigentlich nicht nötig, dass er immer läuft, weil wenn du fährst, also während der Fahrt, entsteht ja an dem Auslass, also an dem Ende des ein Sog. Des Kamins, genau, steht ja automatisch ein Sog und deswegen wird dann auch wieder die Kassettentoilette entlüftet. Also dass der Motor immer läuft, halte ich jetzt für Blödsinn, das muss man nicht machen. Hast du schon mal eine ein Chemieklo entleert auf dem Campingplatz? Mhm. Dann machen wir es jetzt gleich mal. Nee, machen wir nicht, aber das ist gar nicht so lecker, muss man sagen. Also wenn man das noch nie gemacht hat und öffnet den Entlüftungsknopf zu früh. Ja. Ist dir das schon mal passiert? Nee. Ja, ich habe da schon mal die ein oder anderen YouTube-Videos gesehen. Ja, das ist nicht jedermanns Sache. Ich habe da kein Problem mit. Ich mache seit meinem 18., 19. Lebensjahr mache ich Camping. Ich weiß damit umzugehen. Ich habe da auch noch jetzt nicht so Geschichten erlebt, wie man das schon mal bei YouTube sieht. Manche, also man hat ja keinen Kanal unten drunter, sondern das Ganze geht ja in den Tank rein. Das genau. wird dann auch noch schön gemischt. Ja. Und so ein Sog empfiehlt sich wirklich. Ansonsten, es gibt Dinge, die nicht so schön sind beim Camping. Und es gibt Dinge, die schöner sind. Also es wird ja oft in den Prospekten gezeigt, die Alm, es wird dann gezeigt, der Strand, ja. wo man dann steht, alleine am besten noch, ja. ja. Die Wahrheit ist ja ein bisschen anders, oder? Nee, die Wahrheit ist nicht anders. Also wir verkaufen ja hier Emotionen, ja. Und diese Emotionen, die wir hier verkaufen, die transportiert man besser mit dem Palmenstrand und den Bergen, anstatt mit dem Chemieklo, was du gerade tust. Das ist jetzt nicht so. Wird auch mal was Neues. Das steht ja nicht so im Vordergrund. Aber wir können ja mal ein Video machen, wo wir sagen, hier Top-Entleerungstoilette ja. oder so. Oben ist noch ein großes Staufer. Ich mach mal gerade hier Übergang. Ja, bitte. Und da drin ist auch was ganz Besonderes. Da ist Isoliermaterial, das man fühlen kann. Genau. Ja, das ist richtig schön. Man sieht also hier, wie tief das sich eindrücken lässt. Das ist also wirklich ein richtig tiefes und dickes Material. Das müsst ihr mir einfach glauben. Ja, jetzt kann ich es filmen. Ja, das isoliert halt wirklich sehr stark hier. Mhm. So, komm, wir gucken uns mal den Preis an. Wahrscheinlich kriege ich gleich einen Kulturschock, was der Wagen kostet. 76.303 Euro. Ja. Das sind ungefähr 11.000 Euro pro Meter, laufender Meter. Ja, also ich habe jetzt mal einen Bericht gesehen, ich glaube, das war bei Grip oder so, da haben die dann so Luxusliner getestet und dann hieß es, der Quadratmeter in so einem Variomobil wäre teurer als wie der Quadratmeter einer Eigentumswohnung in Monaco. Gut, ich lasse das mal so stehen. Das Ganze steht auf Fiat Professional. Kann ich den als Maxi-Chassis haben? Den kannst du mit 3,5 Tonnen haben, also es ist serienmäßig ein 3,3 Tonner und auch mit 3,5 Tonnen. Und das reicht auch vollkommen. Kann man den auflasten später, wenn dann mal kommt dieses 4,25, kann man Luftfeder reinmachen, einen Spezialauflaster nehmen? Das geht, aber der hat ja so schon, wenn du den auf 3,5 Tonnen nimmst, hat der genug Zuladung. Ich meine, das ist ja nur ein 5,40 Meter Auto. Was willst du da alles mitnehmen, dass du da mit dem Gewicht nicht hinkommst? Ja, man kann den auflasten lassen. Ja, klar. Gastank ist hier kleiner? Oder? Ja, der hat 5 Kilo Gasflaschen drin.
Und die sind dann sogar welche drin, ist ja lustig. 5 Kilo Grasflaschen drin, das ist dem geschuldet, dass das Bett halt etwas niedriger ist. Ne? So, Diesel geht, Dieselheizung? Die haben wir im Moment leider nicht mehr im Programm. Ich hoffe aber, dass die mal bald wieder lieferbar ist und dann werden wir was, wieder aufnehmen. Ginge was ganz Cooles. Du könntest in der Nachrüstung könntest du eine Standheizung einbauen, eine Webasto. Mhm, genau. Und dann würde er mit Diesel heizen, genau. Das heißt Zusatzheizung. Ja. Das wäre dann eigentlich eine gute Lösung, oder? Ja, ja, also früher als die 6D noch lieferbar gewesen ist, früher so lange ist das ja noch gar nicht her, da war das eigentlich immer die Ideallösung 6D und dann halt mit den 5 Kilo Gasflaschen warst du trotzdem sehr unabhängig. Heute würde ich eher in Richtung Webasto empfehlen. Wenn der Kunde natürlich sagt, ich fahre nicht im Winter, kommst du mit den 2x5 Kilogramm auch recht gut zurecht. Mhm. Aber die Webasto ist das Mittel der Wahl, ist gar nicht so teuer. Ihr könnt die einbauen? Wir können die einbauen, ja. So, und das Schöne ist, es soll sogar Jungs geben, die die Webasto schon verbunden haben mit dem Rohrsystem von Malibu, sodass du den gleichen Komfort hast mit allem drum und dran. Genau. Also, bitte? Die Webasto gibt es ja einmal als Heizung, dass sie in den Wasserkreislauf einsteigt, und es gibt auch eine reine Warmluftheizung, und die kannst du dann auch tatsächlich mit dem Rohrsystem des Malibus verbinden. Das haben wir schon gemacht, ja. So, 775 Kilogramm Zuladung. Das ist Simone, und da ist der Fahrer schon mit drin. Zwar nicht der Fahrer, sondern der Fahrer. Also es sind 75 Kilo. Ja. Du wiegst eher so, 60. Du siehst aus 60 Kilo. So, es ist so, aber 75 Kilo. Der Dieseltank ist 80%, glaube ich. Der Frischwassertank sind 10 Liter oder 20. 20%. So, das ist mit drin. Also man hat hier Sattzuladung, aber auch das, kann ich euch sagen, kriegt man voll. Kann man einen Dachgepäckträger auf das Dach oben drauf machen, wenn ich ein Surfbrett habe? Nee, nicht wirklich. Weil wenn man jetzt da oben drauf macht, muss man überlegen, da ist ja so ein Dämpfersystem drin, und das soll ja auch aufhalten, wenn jetzt draußen Wind ist. Hab ich schon gesehen hier auf der Messe. Ja. Da kann man Dämpfer austauschen, starker Dämpfer reinmachen. Genau, richtig. Aber die Anlenkpunkte oben, die werden ja nicht verstärkt. Ist das zugelassen vom Hersteller? Glaube ich nicht, oder? Ich garantiere dir, dass wenn dann oben an dem Dach mal irgendwo Risse oder so etwas sind. Nee, ich meine, wenn das Auto abhebt auf der Autobahn, ja. Das heißt, ja, aber so kommen wir mal an Schluss. Okay. So, vielen Dank fürs Einschalten. Ja, du hast eine Frage. Du lässt mich nicht zu Wort kommen, Sven. Nee, du hast ja nicht gefragt. Du hast jetzt davon gesprochen, dass man das ja eigentlich als im Alltag auch verwenden kann, das Fahrzeug. Ist es so, dass viele Kunden das auch machen, weil du jetzt von den PKW-Plätzen, sag ich jetzt mal, gesprochen hast, von der Länge und so? Ja, das ist in der Tat so. Viele haben 2 PKWs, geben dann irgendwann einen ab und sagen, okay, wir ergänzen diesen PKW mit einem Kastenwagen. Ja. Meistens ist es dann so 45, 600 und nutzen den wirklich für jeden Tag und fürs Wochenende oder lange Wochenende oder gar den Urlaub. Fahren die dann mit dem Kastenwagen. Und was hat der an Spritverbrauch? Wenn du den jetzt hier, ich sag mal, auf der Autobahn mit, was eine ganz normale Reisegeschwindigkeit ist, 120 fährst, verbraucht der so zwischen 7,5 und 8,5 Liter. Mit dem Hybriddach vielleicht ein Viertel Liter, halbes Literchen mehr. Aber so. Das ist absolut im Rahmen. Ja, wenn du da noch einen fetten Anhänger ziehst, hat es den Vorteil. Nee, aber der Vorteil ist ja relativ hoch gewachsen, der Wagen. Das heißt also, kleiner Spoiler drauf gibt es ja beim Anhänger, kannst du machen. Und dann kann man sowas sogar fahren mit die 10 Liter. Denn der hat eine mega Anhängelast, der ist optimal. Also wenn du den als 3,5 Tonnen, hat er wahrscheinlich auch wieder 3,5 Tonnen Anhängelast. Das ist ein richtiger Zugweltmeister oder 3 Tonnen. Ja. 2,5 hat er. 2,5. So, da ist er, kompakt. Alltagsbegleiter mit kurzen Fahrzeuglängen und unter 6 Meter. Wir machen Schluss mit Andreas, zumindest mal heute, und gehen jetzt gleich zu HRZ, etwas anderes System. Ich bin schon wieder am Schwitzen. Ne? Ich weiß nicht, ob die Klimaanlage heute erst gar nicht mehr anmachen. Also es ist wirklich, ist wirklich gut jetzt. Ja, ne? Ja, die ist übrigens von Dometic, die Klimaanlage hier. Ja, genau. Die ganze Halle wird von einer Klimaanlage. Warte, ich zeig dir mal. Komm mal mit. Ich zeig dir mal ganz schnell. Meistens steht tatsächlich immer ein Kollege davor und lässt sich kühlen. Komm her. Wir rennen mal schnell, ob wir einen erwischen. Warte. Ja, da steht er wieder. Der steht immer davor und kühlt sich vor der Klimaanlage, weil Truma hat hier eine Klimaanlage hingestellt, um das halt, ja, hier, die läuft. Die läuft. Genau, und dann stehen die Kollegen hier immer und kühlen sich einmal ab, und dann geht's wieder los, rauf in den Kampf. Also das hat Truma wirklich super gemacht, uns hier so eine Klimaanlage hinzustellen. Deswegen kann ich mich hier nochmal schön abkühlen, und ich würde sagen, liebe Zuschauer, ich genieße das jetzt. Tschüss, oder? Ist das die Staukassen? Nee, das ist nicht Staukassen, das ist eine Kombi. Das ist die Truma, genau, die Kombi. Und das ist übrigens das neue Panel, wo du eben von gesprochen hast. Panel. Genau, da ist es ja. Mhm. Ja, vielen Dank fürs Einschalten. Tschüss, Simone. Tschüss, Andreas. Rote Schuhe, mal rein, Karawaning. Bis nächstes Jahr, hätte ich aber gesagt, aber ich sehe den Andreas leider früher. Danke, tschüss. Ciao.